Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Monaco mit Tobi. Hey. So, wir müssen Tobi helfen, denn er hat es beim letzten Mal leider nicht mehr in den Busch geschafft rechtzeitig. Wo liegst du? Oh, genau da. Okay, warte mal, dann gehe ich außen rum. Also du kannst zuerst in den Busch reingehen. Ja, genau. Jetzt können die Leute mal sehen, wo ich mich schon überall durchgemault habe. Hier einmal komplett an der Westfront. Also ich habe teilweise durch deine Löcher durch und habe mitbekommen, da waren auf immer, hast du anscheinend aufgehört da zu buddeln. Echt? Ja. Also nichts gegen meine Löcher eigentlich. So, hier ist auf jeden Fall genau der eine Busch. Hier kriegen die mich jetzt erstmal nicht. Oh, unten sind aber auch noch Büsche. Obwohl, ich will jetzt nichts riskieren. Da oben sind nämlich schon die ersten Wachen. Nicht, dass ich auch noch gleich drauf gehe. So, du siehst jetzt ja auch aus meiner Sicht, ne? Nee, ich habe trotzdem mein Skelett. Vielleicht hätte ich mal linken Obstlicht machen. Nee, kann ich nicht. Achso, ich dachte, man sieht dann immer... Ich weiß nicht, wenn du, als du tot warst, wie hast du das gesehen? Weiß ich gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her. Die Aufnahmesession vom letzten Mal ist ja doch schon wieder ein paar Tage her. Mhm. Ach, da in der Pharmacy sehe ich noch ein bisschen was, okay. Ah, guck mal, das kann ich auch ausschalten, von hier aus. Da kann ich auf jeden Fall mich von hier aus reingraben. Laser-Ding kann ich ausschalten. Ah, der geht raus, nice. Ich bin hier in der Pharmacy gleich, Tobi, das heißt... Ah, pass auf die Frau auch. Oh, jetzt guckt die Alte hierher. Ja, ich geh mal rein. Okay, passt schon. So, ach, da ist auch noch einer. Ja. Okay, dann geh ich mal weg. Tür öffnen, pass auf. Oh, rein hier, bevor der Guard irgendwas checkt. So, in der Lobby sehe ich auch noch zwei Sachen. Mhm, allerdings sind da die Laserdinger. Vielleicht versuchst du... Ah, die Laserschranken kannst du beide auf jeden Fall außer Kraft setzen. Da habe ich mich durchgegraben. Ja, sonst machen wir es so, du machst die rechte und ich die linke Laserschranke oder okay, so. Okay, warte, dann renne ich schnell rüber. Pass der auf, Guard checkt ja eh nix. So, okay, ich deaktiviere die rechte. Ich mach bei der linken. Okay, ist. Okay, ist auch raus. Ich bleib so hier bei der rechten, weil, ja, die ist jetzt schon wieder an. Achso, dann mache ich dir die gleich aus. Oh, warte, ein Guard kommt. Und das war knapp. Der hat sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was macht der Strolch da in den Büschen. So, warte, ich warte, bis sie hier den Raum gleich durchgegangen sind. Na, geht schon raus. Okay, ich deaktiviere. Oh, da kommen aber schon wieder welche. Ist deaktiviert. Oh, das sind aber jetzt alle drei da. Das ist ja keine Lösung sein. Okay. Ist auch schon wieder an. Geht ja gar nicht. Kann ich auch extrem schnell. Muss man echt schnell sein. Okay, ich deaktiviere. Ja. Ja, kannst. Einfach den da oben, genau. Und jetzt nach links schnell am besten. Dann gehe ich. Warte, ich gehe zur linken, damit ich dir die dann ausschalten kann. So, okay, ich bin wieder getarnt. So, okay. Sag Bescheid, wenn ich die ausmachen soll. Du wurdest entdeckt. Ja, oh. Warte mal kurz, ich geh mal hier rein, hier bin ich nicht sichtbar. So, okay. Okay, kann ich? Ja. Okay. Ist deaktiviert. Okay. Ganz langsam. Sehr gut. So, haben wir auch. Wie die durch die Türen kommen und ich nicht. Die haben alle Schlüssel. Ja, wie viel müssen wir jetzt noch holen? Zwei noch. Die sind wahrscheinlich in dem einen Raum da unten, der ist nämlich noch schwarz. Okay, komme ich jetzt da durch? Okay. Hier war eins. Und nur eins. Okay, ich sehe keins mehr. Mist, ich muss... Achso, ich komme von der anderen Seite, kann ich hier rein? Siehst du noch was? Müssen wir auf die andere Seite gehen. Oh, oh. Wer hat denn jetzt Alarm aktiviert? Ich nicht eigentlich. Das wäre mal so cool, wenn man den Affen hätte. Ja, so. Doch, war ich scheinbar, aber... Der war gleich da hinten. Ich sehe leider echt gar nichts. Ah, doch, hier, Seite? Warte mal, hier, ich hab's... Ah, shit, hier unten in der Pharmacy. Oh, hier unten links. Ja. Das ist, glaube ich, eher was für dich, glaube ich. Ja, ich versuch mal. Oh ja, klar, jetzt folge mir. Ja. Da, wo der eine Typ immer steht. Ja, so, ich hau das Bett mal kaputt. Und dann können wir in die Infirmary nach oben gehen. Hm. Oh, da kommt einer gleich. So, unten links, hast du gesagt? Ja, genau. Ah, okay. Ja, bei der Frau.
Die Frau ist mal wieder schuld an allen. Ja, so wie immer. Habe ich noch einen Schlüssel? Ja, okay. Ganze Krankenhaus ist so durchlöchert, ne? Ich gehe schon mal die Infirmary rein. Hm? Dann können wir gleich direkt nach oben gehen, wenn du hier bist. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was Infirmary bedeutet. Hat der Alarm aktiviert? Ach so, stimmt ja. Das war ja auch so eine Alarmtür. Vorsicht, da kommt ein Arzt mit einer Armbrust. Yep. Boah, scheiße, in der Infirmary warten noch 53, dann in der Psychic Ward auch nochmal 56. Oben links musst du hin. Mhm. Kannst einfach durchrennen, weil ich kann direkt nach oben. Ja, ich muss trotzdem, die haben Armbrüste. Die normalen Wachen haben ich halt kein Problem mit denen, die schlagen nur, aber... Die Ärzte, die sind krank. Oh, wir haben gleich einen Computer hier. Ich hack den einfach mal schnell. So, ich habe irgendwas gehackt. Ah ja, hier ist eine Schwester drin. Ich habe sie mal kurz beklaut. Okay. Hier ist nur Health. Da oben ist ein Telefon, was kann man denn damit machen? Boss. Aber den beklaue ich mal kurz. Ich glaube, da kann man abgelenkt werden oder so. Die rufen die Leute an vielleicht. Da ist auch ein Arzt drin. Ja, ich muss mal kurz wieder regenerieren. So. Moment. Hier ist die Tür gerade frei, oder was? Ja. Wo führt das hin? Wahrscheinlich einfach nur nach da links, oder? Ja, genau, das führt nur dahin. Okay, das bringt uns nichts, Leute. Wie viele Zivilpersonen hier Geld haben bei sich? Oh, moin. Oh, fuck. Da ist aber nur Medic, glaube ich. Oh Mann, dieser blöde Kerl. Tja. Hier sind auch viele verwinkelte Zimmer, wa? Ja, das stimmt. Das ist voll blöd mit dem Licht. Ich glaube, da kommt ein Guard. Schnell mal. So, wo ich geh mal hier oben lang weiter. Hier ist eine Steckdose. Ich frage mich, was die Steckdosen immer bedeuten. Ja, das habe ich auch noch nicht so raus. Das könnten die, das könnte vielleicht der Hacker sein, der dann anschließend über die Steckdose das freischalten könnte. Oh. Rein mit dir! Oh, Schwein gehabt. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Wenn wir auch gerade so Zivilpersonen sind. Oh nein, ich glaube, jetzt haben die mich entdeckt. Nee, doch nicht. Nee, die sind bloß Fragezeichen. Ah. Ich habe irrsinnig viele Dinger. Wo, Moment, was kann ich denn? Kann ich das? Bei mir hinten ist ein, wo ich nicht weit rankomme. Das ist ein Schloss, eine Tür. Hier ist auch wieder eine Tür. Okay. Du bist als Mole auch relativ praktisch, dass du kaum diesen Schloss brauchst. Du kannst einfach sagen, ja okay, dann bin ich nicht ja, da durch. Ja, hau ich das daneben kaputt einfach. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen krumm rumgelaufen. Ah, hier ist auch ein bisschen was. Also ich guck mal, was hier oben noch ist. Hier ist nämlich auch noch scheinbar ein Raum. Oh, hier ist eine Leiche nur drin gewesen. Mit einer Minibox. Auch herrlich. Frag mich, wie man diese Assoziation führen kann. Ah, was, der Alarm ist angegangen, obwohl ich da nur neben stand. Echt, das geht? Ist das ein Bewegungsmelder sozusagen, oder wie? Ah, wir haben hier Psych-Ward. Ja, man kann ja auch schon mal die Tür versuchen zu öffnen und dann, dann reagiert sie doch. Ah. Oh, die hat mich einmal geboxt. Blöde Kuh. Der hat auch wieder Geld bei sich, der Zivilist. So, ich würde gern da unten rein. Dann mach ich das halt anders. Dann graben wir uns da halt wieder rein, kenne ich nichts. Geht das eine normale Tür? Dann versuche ich erstmal über die normale Tür. Oh, Wache. Aber ist ja egal. Ja, also die ganzen Zivilpersonen haben hier Geld. Ja, die meisten, stimmt schon. Ja, wie die Wachen auch einfach durch die Schlösser kommen, wie ohne Probleme hier. Ja, das ist immer so. Da ist ein Laptop, okay, ich versuche mal. Frag mich auch, wofür das Telefon ist, ehrlich gesagt. Ah, wenn ich das Telefon benutze, dann klingelt's überall. Dann werden die da, glaube ich, weggelockt. Also, dann werden die da hingelockt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Geht das auch mal weiter? Das von dem PC? Hier ist eine Laserschranke und ich habe gehofft, ein bisschen der PC würde die Laserschranke wegmachen. Hm. Macht er aber nicht, oder was? Hey. Ich hab einen Guard da. Was ist das hier wieder? Oh, hier kann ich mich umziehen. Das mache ich doch mal direkt. Ich bin da ja leider nicht so flexibel wie du. Der hat doch bestimmt wieder Geld. Ne, der hat kein Geld, okay. Ah, moin. Tech Guard, der merkt gar nicht, dass ich hier bin. Nächste Person mit Geld. Ja, hier auch wieder. Ach Mist, zack.
Oh, der Arzt ist schon wieder mit Ach, seiner die Armbrust. merken nicht, weil ich, dass ich hier bin, weil ich ja noch verkleidet bin. Stimmt. Oh Gott, wie viele Ärzte mit Armbrust? Nein, 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 nein. Rescue nein. the Hacker ist auch unser Ziel, Tobi, sehe ich gerade. Deswegen kriegen wir, denke ich mal, auf jeden Fall den Hacker. Fuck. Oh, ich bin tot. Okay. Ich bin oben rechts. Ein Doktor hatte ich umgebracht. Dann initiiere ich mal ein paar Anrufe. Der eine hat schon irgendwie ausgeschaltet, deswegen oder so. Okay. Oh shit, hier ist wieder so eine Alarmanlage. So, die Anrufe gehen durch. Wie bin ich denn hier nochmal hergekommen? Ich bin direkt neben dem Telefon. Ich weiß nicht, ob das so praktisch ist, wenn du die Anrufe durchführst. Oh, scheiße. Ich bin sicher, da war entendu quelque chose. Oh oh. Oh oh. Wie konntest du auf meine Position wechseln? Ich gemacht habe Maus. Nee, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war oder. Ich sehe zwar, wo Hä? Du bist. Der eine Zivilist ist hier mit in die Luftschächte gegangen. So, warte mal, ich habe jetzt echt ein paar Probleme, gerade zu dir zu kommen, leider. Oh, hier ist noch ein Arzt mit Armbrust. Oben blank einfach vielleicht. Okay. Ah, hier ist aber auch ein Zivilist. Okay, ich gehe hier lang. Keine Wache auf dem Flur, gut. Oben rechts war es, war? Genau. So. Hier hatte ich mir doch irgendwo schon mal einen Weg durchgegraben. Pass auf, da warte mal, hier ist. Hier ist die Alarmanlage. So. Okay, dann bist du gleich bei mir. Pass auf, könnte sein, dass eine Wache in der Nähe ist. Die Tat war schon eine Weile hier. Jetzt gerade. Okay, es scheint safe zu sein momentan. Okay, dann kann ich mir gleich ein bisschen Health holen. Ja, und Health. Unten links ist auf jeden Fall auch noch ein Raum, wo ich noch nicht war. Oh, verdammt, da war so ein Arzt drin. Scheiß Ärzte. Okay, dann graben wir uns mal hier durch, liebe Leute. Auch hier ist wieder ein Arzt, ohne Geld sogar, okay. Gehst du mal rein? Alter, warum greift der Arzt mich an? Okay, ich hacke hier mal. Ach, das sind die Laserschranken, die du, glaube ich, auch meintest. Aber die hauen nur die Sicherheitsschlösser weg, ne? Ja, deswegen. So, dann wollen wir nochmal schauen, was hier drin los ist. Gar nichts, okay. Hier links unten sehen. Oh, da kommt ein Guard, da kommt ein Guard. Also, lass mich was machen. Okay, hier bin ich mal. Oh Gott, wie viel hier ist, aber. Ach, uns nein. Fehlen noch 15. Verdammt! Hier, ich bin gefangen! Warte, ich mach dir hier einen Maulwurfsloch. Oh Gott, da kommt noch einer. Ach, hier ist eine Tür, scheiße. Oh oh. Oh! Toll, das Maulwurfsloch bringt mir gar nichts. Oh nein! Ja, die haben mich leider auch enttarnt. Nein! Ey, hier sind vier Ärzte hinter mir, ja. Da braucht wohl jemand Hilfe! Achtung, nein, da kommen Ärzte jetzt. Die gehen aber alle in die andere Richtung. Ja. Da ist noch eine Sekretärin. Ah! Oder? Das ist jetzt natürlich scheiße. Sie guckt da unten in meine Richtung. Aber jetzt kannst du das probieren. Weil ich komme aus, dass du da kommen gerade so viele Ärzte zurück. Oh, da ist ein Guard, oder? Ja, der. Oh, der kommt zu dir. Der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen. Oh nein. So schnell, schnell. Ich muss es jetzt einfach schnell durchziehen. Ja. Und dann muss ich weg. Oh, hier ist ja noch ein Arzt. Garde. Vor allem die Guards brauchen viel länger, um mich aufmerksam zu werden, als die Passanten, finde ich auch geil. Ja, die Passanten, die sind einfach so misstrauisch schon. So, oh guck mal, Tobi, da rechts neben Medical Lead, da sehe ich noch so ein Dreier-Ding. Ja, aber das ist auch die Laserschranke. Mich okay. Total näher. Dann versuche ich mich da mal irgendwie ranzugraben oder so. Ah, jetzt. Aber ich glaube, der Computer bringt nichts. Oder? Nee. Ah doch, warte, der hat die Tür hier. Da ist ein Chef drinne. Okay. Okay, ich hab das. Ja. Es fehlen trotzdem noch einige. Da unten ist ein Safe bei Chief of Staff.
Siehst du den? Chief. Hier unten rechts. Ach, unten rechts, ich bin hier nicht hin. Okay, ich versuche mal hinzukommen. Da ist ein Guard. Da ist auch die eine Laserschranke, die... Oh, shit. Oh, ich bin süd. Du kannst da gleich hingehen. Oder so rum machen wir es, warte. Ja, obwohl, da ist noch ein Mensch, der das ein bisschen sehen kann. Pass auf, Ward ist hinter dir. Ein Guard Ward. Oh Gott, wie sehr schnell ich entdeckt werde. Okay, jetzt bin ich wieder getarnt. Es geht gleich der Mensch zurück, die Sekretärin. Oh, da ist noch jemand drin, ne? Noch ein Guard. Jetzt geht die Sekretärin da nicht weg, oder was? Aber könnte man vielleicht... Der Guard kommt hier rein, der Guard kommt bei mir rein. Er hat mich entdeckt. Oh, voll in die Fresse. Ich habe keinen Alarm geschlagen, ist ja auch herrlich. Oh, hier ist ja noch einer drin. Das gibt's so nicht. Ja. Überall sind hier Party Peoples, ey. So, uns fehlen aber noch 10. Ich glaube, das ist wirklich genau der Tresor, ne? Ja. Okay, ich habe gerade die Laserschranke ausgemacht, aber... Okay. Ja, die ist voll schnell. Und die Frau geht einfach nicht weg. Wie voll kacke. Kannst du die Laserschranke nochmal ausmachen? Ja, ich warte mal kurz. Da hinten war noch ein Arzt. Und wenn die mich doppelt sehen, dann geht's umso schneller weg. So, ich wollte es einfach mal kurz machen. So. Okay. Oh Gott, ich werde den Alarm auslösen, das weiß ich jetzt schon. Okay, ich bin verkleidet. Ich riskiere es. Ja, ich helfe dir. Okay, schnell nach oben rechts. Wir haben alle. Lass mich in Ruhe. Ah. Komm schon, schnell. Nein. Nach oben. Oh Gott. Alter Verwalter, warte mal, hier ist eine Verkleidung. Guck mal, das sind Psychowächter, die so blau sind. Siehst du das? Oder ist ein... Ich glaube, der grüne ist der Hacker, allerdings. Alter. Willst du dir die Heilung schnappen, Tobi? Wie sieht's aus bei mir mit Heilung? Oh ja. Helikopter Landing Platform. Oh. Hier sind diese Repair-Dinger. Oh, scheiße. Wieso darf ich das nicht nehmen? Ach, hä? Ich darf den Wrench nicht nehmen, warum denn das? Schon ein bisschen strange. Bist du gerade an der safen Position? Dann würde ich nämlich gern zu dir rübergeben. Ist schon wieder 15 Minuten vorbei, oder? Ja, 17 sogar schon. Krass. Ging richtig schnell. Da unten rechts ist auf jeden Fall gleich noch einer. Hinter dir kommt einer. Bist du richtig safe, war es noch nicht, aber... Okay. Sonst gehe ich mal kurz hier zum Helikopter-Landing-Patch mal und kann ja dann wieder raus. Genau. Okay, Leute, würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's dann hier in der Psychostation weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei Tobi. Ciao. Ciao.